Du solltest still sein, wenn du den Knopf gedrückt hast. Schneid mich raus. Ich habe den Knopf gedrückt. Red. Hallo und herzlich willkommen in meiner Küche. Nein, unsere. Hallo und herzlich willkommen in unserer Küche. Mein Name ist Lars Schmidt und ich arbeite seit über 14 Jahren für die Firma Lidl. Hinter dem Herd bin ich kein Profi. Allerdings glaube ich, dass es in Zeiten von Fastfood-Hütensuppen und Fertiggerichten wahrscheinlich auch die wenigsten sind. Ich gehöre zu den Leuten, die sich immer mal gewünscht haben, hinter dem Herd was zaubern zu können. Hab mich nun nie wirklich richtig getraut. Und ich weiß, ich bin nicht der Einzige. Was habe ich gemacht? Ich bin irgendwann ins kalte Wasser gesprungen und habe gesagt, alles klar, jetzt fange ich einfach an. Und habe mir irgendein Rezept genommen und angefangen. Und damit habe ich mittlerweile seit, ich weiß nicht wie vielen Jahren, nicht mehr damit aufgehört. Mittlerweile hilft mir auch meine Frau dabei, neue Gerichte zu finden und sie auszutesten. Ich stelle fest, es macht mir richtig Spaß. Kochen macht mir richtig Spaß. Und diese Freude, die ich dabei empfinde, beziehungsweise zu zeigen, man kann tolle Sachen kochen, auch wenn man kein Profi hinter dem Herd ist. Das ist das, was mich so ein bisschen angetrieben hat, in diese Richtung zu gehen. Nämlich, ich habe einen Kochkanal gegründet, beziehungsweise eröffnet, in dem ich eher schlecht als recht die Gerichte zubereite vor laufender Kamera. Weil ich glaube, dass andere wahrscheinlich einfach nur mal sehen müssen, wie bescheuert ich bin, damit sie sich selbst einfach mit einem Lächeln hinter den Herd stellen können und sagen können, bah, das kann ich besser. Das wäre wunderbar, das würde mich richtig freuen. Nun, aus diesem Grunde bin ich zu Aileco geworden. Aileco steht für einfach lecker kochen und ich würde einfach mal vorschlagen, kommt doch einfach mal auf meinen Kanal bei YouTube, gebt Aileco einfach lecker kochen ein und vielleicht kann ich den einen oder anderen durch das, was ich tue und oder koche, inspirieren oder vielleicht kriege ich sogar ein Lächeln auf euer Gesicht gezaubert. In beiden Fällen ist es eine Win-Win-Situation. Ich würde mich freuen, wenn man sich dort sieht. Tschüss!